Stopp! Es gibt mal wieder ein Tululu-Quiz und zwar, wie oft wird Schatz gesagt? Guckt das Video bis zum Ende und kommentiert deine Lösung. Bis gleich! Yo Leute, was geht ab? Das ist euer Bro Joker Tululu, aka The Fresh Prince of YouTube. Heute geht es darum, sein Liebsten zu sagen, ich liebe dich, ohne zu sagen, ich liebe dich. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Macht Sinn. Macht Sinn. Wenn du das Video hier am 14. siehst, dann Happy Valentinstag. Und wenn du es danach guckst, dann Happy Valentinstag nachträglich. Und wenn du Single bist... Willkommen im Club. Valentinstag ist der Tag, wo du deinen Liebsten zeigst, dass du ihn liebst. Auf den so 364 Tage kannst du vergessen, ihn zu lieben, so, aber an diesem einen Tag, dann erinnerst du dich daran. Aber egal. Das Ding ist, hör auf zu lachen. Das Ding ist, dass Männer und Frauen zwei verschiedene Sprachen sprechen. Du kannst dir zum Beispiel sagen... Schatz, wo soll ich sagen, heute siehst du richtig gut aus. Was sie jedoch verstehen könnte ist... Schatz, ich muss ehrlich sagen, ne? Gestern sahst du richtig scheiße aus. Versteht ihr? Sie lacht einfach! Und manchmal fragt sie dich... Schatz! Ja? Sag mal ganz ehrlich, okay? Was? Bin ich irgendwie dick geworden ein bisschen? Ob du denn? Hast du schon mal Spiegel angeguckt? Weißt du, du siehst immer so aus, als könntest du Kalorien buchstabieren. Buchstabier mal kurz. Guck, kannst du nicht. Okay, du bist dünn, du bist dünn, du bist perfekt, du bist fit, du bist alles cool. Meint aber... Schatz! Jo, was los? Kannst du mir ein Kompliment machen? Ja, du siehst heute richtig gut aus und dein Outfit ist on fleek und dein Mascara und deine Contouring und Mascaring und Wimpering und Augenbrowing und... Ausnahmen bestätigen die Regel. Fakt ist auf jeden Fall, dass sich Männer und Frauen nicht richtig verständigen können. Also jetzt kommen drei Wege, wie du dir sagen kannst, ich liebe dich, ohne zu sagen, ich liebe dich, let's go! Erstens, ihr chillt gerade euer Leben und guckt fern. Und sie denkt sich natürlich... Toll, bin ich ihm so egal, dass er abhaut? Aber du kannst ihr natürlich zeigen, dass du sie liebst und Folgendes tun. Ich dafür. Jungs, Männer, Männer, Jungs, pass auf. Konversation ist alles, oder nicht? A und O. A und O. Sie sagt A und O. Es ist alles A und O. Es ist wichtig, dass ihr euch verständigen könnt, dass ihr miteinander redet. Und selbst wenn du nichts zu sagen hast, dann will sie zumindest jemanden, der ihr zuhört. Ich verstehe es. Die Kennenlernphase war spannend, ihr wusstet gar nichts voneinander und habt euch die dümmsten Dinge gefragt. Schatz, Beyoncé oder Rihanna? Rihanna. iPhone oder Samsung? iPhone. Oh, girl, iPhone. Schokolade oder Vanille? Schokolade. Schokolade? Ja, Schokolade, Vanille. Und heute sieht es so aus. Na Schatz? Hi Schatz. Du hast hier nichts zu sagen, aber vielleicht doch, aber du willst ihr nicht sagen, weil du ganz genau weißt, dass sie das nicht hören will, was du ihr sagen möchtest. Dragon Ball, Naruto, Fußball. Ihr schweigt euch also an und sie denkt sich... Unsere Gespräche waren auch mal besser. Also zeig ihr, dass du sie liebst, indem du Folgendes fragst. Wie war dein Tag? Du weißt gar nicht, mein Chef hat mich heute so gelobt. Er meinte sogar, dass ich eine Hilfe. Okay, pass auf, Jungs. Wenn du von deiner Freundin als König behandelt werden möchtest, Bruder, Bro, Compadre, sorg dafür, dass sich deine Freundin auch als Königin fühlt. Yo! Hey. Dankeschön. Hey, mach noch mal kurz klatschen. Hey. Das Ding ist, sie seid jetzt in einer Beziehung. Das heißt, diese ganzen Ego-Spiele, das bringt nichts mehr. Eine Frau muss das und das tun. Ja, ein Mann muss das und das tun. Nein, ihr seid zusammen, ihr seid ein Team, ihr helft euch. Also... also, helft, das ist Hilfe. Das ist Symbol für Hilfe. Okay. Immer muss ich hier alles alleine machen. Dabei macht er den meisten Dreck. Und wann macht er mal was weg? Wenn du also merkst, dass deine Königin Hilfe brauchst, dann tu doch bitte Folgendes. Schatz, was machst du da? Schatz, hör auf, ich mach das schon. Echt? Ich mach das schon. Oh, komm her! Schatz! Ja.
Hast du genossen, ne? Hast du genossen, ne? Hast du genossen, ne? Kriegst du nicht nur bei dir. Aber egal, deswegen la 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 und ich habe keine Ahnung, was ich laber und du machst irgendwelche Scheißfakten. Schatz? Ja? Warum klingst du wie eine Frau? Toll, bin ich ihm so egal, dass er abhaut? Hustest du doch auch in deinen Gedanken, oder was? Sie hustet in ihren Gedanken. Nein, sie hustet in ihren Gedanken. Sie hustet in ihren Gedanken. Ich kann nicht mehr. Komm mal kurz hin. Komm, komm her. Komm her. Komm her. Na ja, super. Okay, hau rein. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt auf Teil 2, dann auf jeden Fall Daumen hoch hinterlassen. Wenn es genug Likes bekommt, dann machen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil, ne? Machen wir noch einen zweiten Teil, ne? Dann machen wir noch einen zweiten. Mein Name ist Joga Tululu, aka The Freshman of YouTube, and I'm out of here. Peace.